In diesem Wimmelbildspiel, in diesem fantastischen Wimmelbildspiel aus einer anderen Welt. Das habe ich mir irgendwann mal für ein paar Cents im Summer Sale besorgt. So. Da haben wir aufgehört beim letzten Mal. Ist die Musik in Ordnung? Ich muss gerade selbst mal abhören. Okay, ich höre Musik und Stream. Alles klar. Müsste klappen. Müsste laufen. Na dann. Let's Puzzle. Okay, ich glaube, hier waren wir das letzte Mal drin. Hier gibt es einen Hinweis. Ja, hier waren wir schon drin. So, können wir hier hin. Okay, das hatten wir durch beim letzten Mal auch schon. Und hier noch mit der Grinsekatze. Jetzt müssen wir hier lang. Okay. Ich mach mal grad. Ich würde gerne mal den Sound leiser machen. Geht nach aus oder an? Uff. Ich würde gerne mit Musik hören, aber die Musik ein bisschen, na toll. Und die Credits sind das Impressum oder was? Ja. Okay, spielen wir. War ein billiges Spiel. Mache ich auf meinen Kopfhörern halt leiser. Die Musik ist nämlich ziemlich nervig. Okay. So, wo ist jetzt das nächste? Anekdote. Müssen 23 Interessierte sich Walt Disney zum ersten Mal für Alice im Wunderland. Er realisierte zwischen 1924 und 1926 nicht weniger als 50 Kurzstummfilme mit dem Titel Alice Comedies und machte sich so als Produzent einen Namen. Okay. Und das ist der Fuchs. Ich bin heute aber nur im Burg da. Oh, schade. Trotzdem danke. Das ist der Fuchs. Wir spielen Alice im Wunderland. Alice Behind the Mirror. Ein Wimmelbildspiel. Ganz entspannt. Trotzdem danke, dass du reingekommen bist. Gut, hier haben wir schon das erste Wimmelbildspiel. Blaue Schmetterling. Hier können wir uns mal einen Hinweis geben. Lassen, hier ist ein blauer Schmetterling. War er aber scheinbar nicht. Ist immer ein bisschen verwirrend. Es könnte noch einer sein. Okay, das war eine Tabakpfeife. Das ist ja alles ein bisschen verwirrend. Das war auch kein blauer Schmetterling. Der war auch nicht der gemeinte blaue Schmetterling. Also brauchen wir noch blaue Schmetterlinge. Und nur eine Grinsekatze. Eine Anekdote. 1862 improvisierte Lewis Carroll während eines Spaziergangs mit der damals 10-jährigen Alice Liddell, der Tochter des Dekans der Schule, in der er unterrichtete, eine Geschichte. 3 Jahre später schenkte er eine handgeschriebene Version, die er nämlich illustrierte. Achso, sehr schön. Eine Fliege haben wir hier schon. Das war die Fliege. Tannenzapfen. Wo finden wir hier den Tannenzapfen? Das Menü hier ausblenden. Weil es eventuell unter dem Menü ist. Das ist eine Spinne. Ah, sehr schön. Wir brauchen noch einen blauen Schmetterling, 1000 Füßner, 3x Löffel, Kompass, Glöckchen, heraldische Linie, Taschenuhr, Fliege, Tannenzapfen. Ah, noch eine Fliege brauchen wir hier. Haben wir hier noch eine Fliege? Hier haben wir einen Marienkäfer haben wir hier. Hier haben wir eine Chili. Hier haben wir einen gelben Schmetterling. Könnte das ein blauer Schmetterling sein? Das ist auch noch ein Schmetterling, aber kein blauer. Hier haben wir einen Löffel.
brauchen wir noch zwei weitere Löffel. Das ist eine Lupe. Hier ist noch ein Löffel. Einen Löffel brauchen wir noch. Das könnte noch einer sein. Das ist nicht. Ein Glöckchen war das. Anekdote: Der spanische Bildhauer José Craft fertigte eine Alice im Wunderland-Statue an, die 1959 Central Park aufgestellt wurde. Drei Pilze bilden eine Treppe, die den Kindern dort das Klettern ermöglichen. Okay, schön. Ja, und Schmetterlinge haben wir noch nicht gefunden. Hier ist eine blaue Feder. Hier ist eine Fliege. Ja. Kompass. Einen Löffel brauchen wir noch. Hier ist noch ein Löffel. Tausendfüßler. Wer im Chat was sieht, kann es sagen. Kann es mir mitzählen, kann er sagen, oben rechts, oben links, in der Mitte. Taschenuhr. Heraldische Linie, was auch immer das ist. Ein Tanzzapfen, blaue Schmetterling, heraldische Linie, Tausendfüßler. Hier ist ein Tausendfüßler. Das ist der blaue Schmetterling. Okay. Heraldische Linie und Tanzzapfen brauchen wir noch. Das könnte ein Tanzzapfen sein. Nee, ist der kaputt. Hier ist ein Schlüsselsymbol. Das ist hier das Symbol des Papsts. Der Papstschlüssel überkreuzte. Kurze Schlüssel, Riechel, Tannenzapfen. Hier ist ein Tannenzapfen. Die heraldische Linie. Was auch immer das ist. Sag mir nichts. Das vielleicht. Können wir uns auch einen kleinen Hinweis geben lassen. Hier. Ach, das ist die Linie hier. Die Form. Wilder Pfeilevogel. Der Hinweis lädt sich hier auf, das dann. Ja, das ist der wilde Pfeilevogel. Ach, der wilde Pfeilevogel. Ach so, mit einer Pfeile vorne dran. Na toll. Du hast ein nützliches Objekt gefunden, einen wilden Pfeilevogel. Alles klar. Ach, im Inventar haben wir jetzt die Glocke, eine Platte und einen wilden Pfeilevogel. Alles klar. Hier gibt es zahlreiche Insekten. Okay. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Hier können wir die Glocken bestimmt dranhängen. Nicht? Da gibt doch bestimmt eine Glocke ran. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, ja. Muss doch da oben ran. Müssen wir es im Zentimeter genau treffen oder was? Ich muss doch bestimmt daran. Und ein Pfeilvogel und das Kaninchen. Ach so, natürlich. Müssen wir als nächstes machen. Das Kaninchen hier wieder zu befreien. Und mit dem Pfeilvogel. Natürlich. Weißes Kaninchen. Endlich frei und präsentierbar. Danke, Alice. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Die Katze sagte mir, das Wunderland bräuchte meine Hilfe. Was ist passiert? Jemand hat den Jabberwock gefickt. Den Jabber was? Es ist ein intelligentes und grausames Monster. Dein einziges Ziel im Leben ist es, eine Welt mit Recht und Ordnung zu schaffen. Deshalb hat er mich eingesperrt und mir meine Kleider weggenommen. Seiner Meinung nach gehören Tiere in den Käfig. Sie dürfen nicht reden. So ein Rüpel. Wenn dieses Monster so gefährlich ist, kann ich nicht bleiben, um etwas zu unternehmen. Wie kann ich dir helfen? Ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Alice. Die einzige Waffe, die ihn besiegen kann, ist das
Vorteil stimmt. Es ist sein einziger schwacher Punkt und unsere letzte Chance. Aber wir werden es anfertigen müssen. Ich finde, das Vorteil-Schwert steht aus Federn des Jip-Bop-Vogels. Jip-Bop-Vogel hieß der. Suche den Laden von Humpty Dumpty im Wald. Er müsste ein Ei besitzen. Ja, da waren wir ja schon. Müssen wir die Glocke ranhängen. Ja, was da wohin gehört? Eine Glocke. Hinein. Wir treten hinein. Oh, und das ist Humpty Dumpty. Alles klar. Humpty Dumpty. Oh, schau an, es ist Alice. Entschuldige, dass ich den Laden geschlossen habe. Und dein Jabberwock ist aufgewacht. Wenn er mich findet, werden alle Pferde und Soldaten des Königs nicht ausreichen, um mich zu beschützen. Ich bin gekommen, um ein Ei des Jup-Jup-Vogels zu kaufen. Es ist sehr selten. Ich habe nur eins. Ich tausche es dir gerne gegen Tartinians. Das sind köstliche Insekten, die in der Nähe des Tümpel im Wald leben. Ich muss hier irgendwo ein Tartinilon-Netz haben. Kannst das benutzen? Das müssen wir uns natürlich erstmal suchen. Ah, okay, jetzt müssen wir hier das Pass genau rein. Von dem sich die Sachen öffnen. Hier muss ein roter rein. Und grün dort. So, rot zuerst, grün als zweites. Machen wir so ein Ding, das könnte hier hinpassen. Sehr gut. Wir haben grün als erstes und blau als zweites. Schmales Blau und blau als zweites. So, hier. Ja, sehr schön. Hier haben wir ein rotes und violettes als zweites. Großes Rot und Violett als zweites könnte hier hinpassen. Sehr schön. Das passt schon. Ein grünes und violettes. Mittleres grünes und kleines violettes. Mittleres grünes und kleines violettes. Das hier eventuell. Ja, sehr schön. Wow, mittleres grünes und ein großes rotes. Mittleres grünes und ein großes rotes. Das. Sehr schön. Die ersten drei haben wir. Das gehört hier hin. Ja. Hier haben wir ein mittleres blaues und ein kleines rotes. Nein, das nicht. Das hier könnte reinpassen. Sehr schön. Hier haben wir ein grünes und ein kleines lilanes. Als erstes. Das könnte passen. Sehr schön. Ein kleines lilanes als erstes und ein kleines rotes als zweites. Ein kleines lilanes und ein kleines rotes. Das könnte passen. Sehr schön. Es passt. Mittleres. Komm, man, Lars spielt damals auf Iwin. Aha, okay. Schön. Mittleres blaues und kleines violettes. Das hier könnte passen. Sehr schön. Das passt schon. Zweite Reihe vollständig. Die Reihe beginnt schon. Sehr gut. So, rotes und ein kleines lilanes. Euch der Soundweg zu dünne nervt, sagt er im Chat Bescheid. Den kann ich auch ausmachen. Dann hört er allerdings nur noch mein Gelaber. Ohne Hintergrundsound. Ist dann auch ein bisschen nervig eventuell. Das könnte dahin passen. So, ein grünes und ein niederes. Als erstes. So, das gehört hier hin. Sehr schön.
Nidernes und ein breites rotes. Das hier. Sehr schön. Dritte Reihe vollständig. Das dürfte dann ja nicht mehr so schwer sein. Das gehört dorthin. Und das gehört dorthin. Dann gehört das noch dorthin. Und das gehört dorthin. Sehr schön. Das ist ein nützliches Objekt gefunden, ein Zahnrad. Okay, das ist nur eine Sidequest oder was. Da oben ist mein Anekdote. Lewis Carroll war leidenschaftlicher Fotograf. Am 18. März 1856 kaufte er mit 24 Jahren in London seinen ersten Fotoapparat. Relativ spät, aber gut. Seine Leidenschaft ließ etwa 3000 Fotos entstehen. Auch ein bisschen wenig, aber naja, wahrscheinlich waren die Fotoapparate damals noch ein bisschen intensiver und ein bisschen teurer und ein bisschen aufwendiger. Da sind 3000 wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Von denen etwa 1000 Zeit- und Zerstörung stand hier. Wahrscheinlich damals mit den alten Belichtungsfotos, das ist ja, das war wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter als heute mit der Digitalkamera. Jetzt haben wir das nächste Wimmelbild. Viermal Domino, Steine. Ich habe schon den ersten. Eine Spinne, Walzen, Ähren, Schere, Garnrolle, Mundharmonika, Gabel, vier Anhänger, suchen wir. Zwiebel, Orange, Sonne, Biene. Das ist schon mal eine Orange. Okay, Mais können wir sogar nicht. Karotten suchen wir auch nicht. Den Tipp suchen wir, nehmen wir erst zum Schluss. Okay, wir suchen drei Domino-Teilen und vier Anhänger. Hier ist noch ein Domino-Stein. Hier ist ein Domino-Stein. Ein brauchen wir noch. Es könnte noch einer sein. Ne, ist es nicht. Hier ist ein Kleeblatt. Wieso noch ein Domino-Stein? Hier ist noch ein Domino-Stein. Vier Anhänger. Was für Anhänger sind? Ah, das ist ein Anhänger gewesen. Das ist ein Ohr. Hier ist eine Anekdote. Die ernsten Kinoadaption des Werkes fand 1903 statt, 38 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Mit einer Dauer von 12 Minuten zählt der englische Film zu den längsten, die damals produziert wurden. Eine großartige Errungenschaft, zumal der Kinematograph erst 8 Jahre alt war. 12 Minuten Film, das war ja, es ist ja perfekt für YouTube. Ja. Das könnte noch ein Anhänger sein. Ja, zwei Anhänger brauchen wir noch. Immer so eine Lasche oben dran. Ein Anhänger brauchen wir noch. Dieser hier? Ja. Eine Gabel suchen wir. Das ist eine Spitzhacke. Immer eine Schere. Oh, eine Schere wird gesucht. Ja, genau hier. Eine Garnrolle darf doch auch nicht so schwer zu finden sein. Hier. Das ist eine Garnrolle. Eine Spinne. Weizen, Ähren. Okay, das sind keine Weizen, Ähren. Das sind Trauben. Eine Sonne habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Gabel. Ist denn hier eine Gabel zu finden? Eine Gabel. Ein Dartpfeil. Eine Gabel. Ach hier, das ist die Garnrolle. Pauli spielt Among Us. Der übt schon für das Among Us Turnier am Sonntag. Eine Zwiebel. Oben rechts in der Ecke ist die Sonne nicht. Okay. Katze.
Nagel. Okay, was war das? Eine Gabel. Okay, die Gabel war in dem Glas hier. Interessant. Mundharmonika. Hier ist eine Mundharmonika. Weizenehre. Sonne und eine Biene. Warum sich das ist, warum ist das nicht so? Eigentlich muss das offensichtlich sein. Eine Sonne, das muss man doch eigentlich. Und wenn ich sehe, dann sage ich mir, ups. Das hätte ich eigentlich sehen müssen. Und jetzt finde ich es nicht. Wenn man die Lösung kennt, dann ist das jetzt immer ziemlich einfach. Hier ist eine Sonne. Das Muster auf dem Schuh. Also eine Biene und Weizenehren. Hier ist eine Biene. Weizenehren. Dann wahrscheinlich auch als Muster irgendwo. Kleiner Hinweis. Ach ja. Die war die ganze Zeit da in Tatsache. Ich sehe gerade im Delay auf dem im Spiel. Ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen. Das war das Muster von dem Weizenehren. Es war die ganze Zeit dort, wenn man es. Es ist die ganze Zeit direkt von der Schnauze. Und dann ist es. Man sieht es nicht. Und wenn man es dann gefunden hat, denkt man sich, wie konnte ich das übersehen? Tangetinilonnetz. Ja, das ist das, was wir suchen. Dann. Das tut's. Du hast ein nützliches Objekt gefunden, ein Tartinilo-Netz. Sehr schön. Let's go. Jetzt müssen wir hier ein paar Insekten fangen. So, sehr schön. Jetzt beginnt das schöne Fangen, das große Fangen. Ach du Schande. Achso, einfach mal. Toastbrot fliegen. Achso, die bringen Minus. Schaukelpferde bringen Minus. Punkte. Oh wei. Plus 1. Das kann ja eine Weile dauern, bis wir hier. Wenn sind minus 1. Ach du Schande. Aufpassen, dass wir nicht daneben klicken. Nein, 13 von 20 haben wir schon. 20 brauchen wir. Na, hier geblieben. Minus 1. Von 20, 18 von 20, 19 von 20. Das gab Minuspunkt. Du hast ein nützliches Objekt gefunden. Ein Tartilion. Jetzt müssen wir gleich wieder zu ihm hinein. Und ihm ihn geben. Ah, köstlich. Nichts geht über den Geschmack frischer Toastbrot. Schmetterlinge. Du kannst deinen Jub-Jub-Vogel einnehmen. Alice, wir sollten zurückkehren und das weiße Kaninchen treffen. Es wird uns sagen, was zu tun ist. Wir haben noch eine weiße Bodenplatte, die bestimmt auch ein Gefühl gebrauchen kann. Das weiße Kaninchen wird wahrscheinlich hier drin sein. Ja, sehr schön. Jub-Jub-Vogel sind selten, aber ich bin sicher, ein Dummtier hat ein Ei in seinem Laden. Ja, achso, das müssen wir ihm geben. Okay, das müssen wir erstmal holen, das Ei, oder? Achso, ja, hier. Erstmal mitnehmen und dann zurück. Das war mir nicht ganz klar. Ich habe das Ei. Perfekt, Alice. Aber wir haben ein Problem. Ein Ei. Das Jub-Jub-Vogel braucht etwa 100 Jahre, um sich zu öffnen. Okay, dann müssen wir eine Zeitreise machen, Navi. Es ist doch nicht möglich. Wir werden nicht 100 Jahre für ein paar Federn warten. Der Volk Blutmacher kann uns vielleicht helfen, die Dinge zu beschleunigen. Hoffentlich hast du recht, wo finden wir ihn? Er ist sicher gerade am Tee trinken. Müssen die Schachbrettebene überqueren und zu
um zu ihm zu gelangen. Dazu haben wir das weiße Schockfeld. Nimm diese Kurbel, du wirst sie brauchen, um die Schranktür zu öffnen. Eine Kurbel. Dachte ich mir schon, dass der Schrank da irgendwie im Weg ist und aufgemacht werden muss. Es fehlt das Zahnrad. Okay, das haben wir ja hier. Jetzt muss ich hier unten rein. Und dann Kurbel. So, jetzt wird der Schachbrettfelder. Oha. Und Papier. Spielsam jetzt nehmen. Jetzt Anekdoten. Das Märchen wurde mehrfach neu veröffentlicht, aber geschätzt wird, dass nur 22 Exemplare des Original, der Originalauflage überlebt sind. Von denen sich 5 Elementen privat Sammler befinden. Eines davon wurde 1998 für eine Rekordsumme von 1,5 Millionen Dollar versteigert. Der erste Zeichner des Märchens war niemand anderes als Lewis Carroll persönlich. Allerdings war es John Tenniel, der die Charaktere der veröffentlichten Version unsterblich machte. Der Zeichner für das Satire-Magazin Punch war er der Erste, der 1950 den Weihnachtsmann bildlich darstellte. Aha. Okay, was machen wir jetzt hier? Oha. Ein Puzzle. Bisschen grauenhaft. Jetzt müssen wir das Schachbrett zusammenlegen. Das stimmig. Ein bisschen Tetris ähnlich. Großer Gott. Sprich mit dem Hutmacher. Okay. Der wird uns da weiterhelfen. Zum Texten-König nehmen. Dann nimmst du zum Gutmacher. Das können wir wahrscheinlich erst durch, wenn wir das gelöst haben. Das Rätsel. Okay, wie kommen wir zu dem Gutmacher? Okay. Müssen wir wohl oder übel das hier erstmal lösen. Das könnte passen. Schachbrettmäßig. Da dann weißes hin. Okay, das ist schon, das war richtig. Gut, dass wir hier noch die Bestätigung kriegen. Was hier oben so ein schräges hin. Können wir es drehen? Dann ist es wohl das hier. Okay, ist doch halb so schwierig. Das passt sich dann immer. Das passt sich recht gut an. So könnte das hier reinpassen. Und das hier. Schwer ist das hier doch nicht. Sehr schön. Schachbrettfeld. Achso, da kommen wir jetzt rüber zum Hutmacher. Oh, sehr schön. Bist du immer noch am Tetris-Hutmacher? In der Tat, und zwar seit ich die Zeit mit Singen für die Herzkönigin totgeschlagen habe. Scheinbar hat die Zeit den Märzhasen und den Sinnstiefer vergeben. Und ich muss die ganze Zeit über Tee trinken. Denn hier ist es immer 6 Uhr. Es ist furchtbar. Ich hatte darauf gehofft, du würdest die Zeit beschleunigen. Wir müssen jeden Preis
Möchte um jeden Preis das Ei des Jiggle-Vogels zum Schlupf verdauen. Eine Beschleunigung ist unmöglich, aber ich konnte dich 100 Jahre in die Zukunft schicken, damit du beim Schlüpfen dabei sein kannst. Leider wird die Zeit das nicht dulden. Wenn ich nur in der Spiegelwelt gelangen, wenn ich nur in die Spiegelwelt gelangen könnte, um dort eine Sanduhr zu finden. Ich konnte ihr einen solchen schönen Hut anfertigen, dass ich mir gewiss verzeihen würde. Ich werde an deiner Stelle gehen und dir eine Sanduhr mitbringen. Das wäre fantastisch. Der Eingang zur Spiegelwelt ist das Vorzimmer des Wunderlandes. Die vielen Stücke des Spiegels müssen hier irgendwo sein. Muss natürlich in einem Wimmelbildspiel erstmal wieder finden. Natürlich, was sonst? Es ist doch ein Wimmelbildspiel. Natürlich sind hier Wimmelbildbilder gefragt. Drei Insekten. Müssen wir hier finden. Wahrscheinlich waren es vier. Ein Diamant. Wir haben schon einen gefunden. Zwei Insekten, der Meilenkäfer hat auch gezählt. Ein Insekt. Das ist ein Vogel. Der wird auch gesucht. So ein Teebeutel, ein Baumkippe, Erdbeere, Insekt, Handschelle, vier Schachfiguren, Schürhaken, Auster, Kirsch und Fisch. Frosch, wenn es geflucht wird. Hier ist ein Fisch als Form. Okay, ein Insekt und vier Schachfiguren. Das ist eine Schachfigur. Können schwarz und weiß sein. Kleiner Tipp. So, hier ein Löffel, eine Gabel ist das, wird aber nicht gesucht. Da haben wir eine Anekdote. Tim Burtons Film bietet eine beeindruckende Liste an technischen Leistungen. Darstellungen, die Darsteller spielen auf grünem Hintergrund, die Set-Grafiken wurden mit dem Computer erstellt, nachträglich eingefügt. Alle Charaktere haben variable Größen. Ja, wusste ich schon. Der Tim Burton Film mit Johnny Depp als Hutmacher. Beste Darstellung des Hutmachers immer. Da gibt's Behind the Scenes Szenen, wo man sehen kann, wie das gedreht wurde, eines von Greenscreen. Hier ist noch eine Schachfigur. Zwei hier sogar noch. Okay, das war eine Handschelle. Habe ich nicht gesehen. Okay. Eine Handschelle. Das sind Handschuhe. Achso, ja, das haben wir schon. Zum Boden, das haben wir schon. In der Schachfigur noch. Wahrscheinlich in Schwarz. Ne, in Weiß. War der Pferd. Soweit ich weiß auch Springer genannt. Schürhaken, Auster, Kirsch, Insekt, Erdbeere, Baum, Hippe, was auch meine Baumhippe ist und Teebeutel. Teebeutel habe ich ja schon gesehen. Das war hier. Insekt. Ist nicht lecker. Stecken so keine Insekten. Auch Nacktschnecken nicht. Hier ist noch ein Insekt. Eine Erzbeere. Die habe ich auch schon mal gesehen. Hier. Eine Auster, ein Schürhaken und eine Kirsche. Das könnte ein Schürhaken sein. Ein Auster. Wie sah nochmal eine Auster aus? Eine Kirsche und eine Baumklippe. Was auch mal eine Baumklippe ist. Eine Kirsche. Kein Hinweis.
Ah, da ist die Kirche als Muster. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ein Auster. Das könnte ein Auster sein. Das ist ein Teller voller Austern. Das ist kein Auster. Das ist auch nichts. Vielleicht haben wir wieder einen Hinweis, den ich für einen Baumhüppe brauche. Keine Ahnung, was eine Baumhüppe ist. Frosch. So ist hier eine Auster. Und eine Baumhüppe. Ach, das war die Auster. Das war nur die Baumhüppe. Wenn man mir verraten würde, was eine Baumhüppe ist, dann könnte ich sie auch finden. Eine Baumhüppe. Dann müsste ich jetzt mal googeln. Und das finde ich jetzt nicht. Was ist eine Baumhüppe? Eine Baumwippe? Dann wüsste ich, das ist eine Wippe, die beim Baum. Ob es das gibt. Baumwippe. Kein Plan. Niemand hier. Vielleicht hier mal ein Hinweis. Ach, das Messer war eine Baumwippe. Ach, okay, das ist ein Messer. So eine Art krummes Messer. Okay, wusste ich tatsächlich nicht. Das konnte ich nichts mit anfangen. Spiegelscherbe. Hier war noch die Spiegelscherbe, ja. Sehr schön. Die brauchen wir. Anekdote. Tim Burtons Film wurde am 5. März 2010 in 3728 Kinos ausgestrahlt. Eine Großproduktion wurde er international in 41 Ländern veröffentlicht. Mit Einnahmen von 41 Millionen Dollar. Allein im ersten Tag schlug er sämtliche Rekorde. 1992 gab Lewis Carroll seine Zustimmung, dass Zeichnungen aus Alice im Wunderland Keksdosentieren durften. Er kaufte uns 260 davon als Geschenke für seine Freunde. Das Merchandise-Konzept war geboren. Sehr schöne Tüte. Okay, wir haben Spiegel, vielleicht können wir die ihm zeigen. Hier ist etwas. Das Ei. Hier eine Teekanne. Eine Teekanne. Okay. Das ist nur eine Platte. Von einem Stück des Spiegels am Wald. Okay. Im Wald. Hier. Ah, noch ein Wimmelbildspiel. Sehr schön. Schlüssel, Lupe, Maske. Sicherheitsnadel. Also wahrscheinlich nicht so eine Maske, nicht eine Corona-Maske. Sondern eine. Eine Kunstmaske. Sicherheitsnadel, Eichel, Maus, Zirkel, viermal Herz, Zuckerstange, Marienkäfer, dreimal Knopf und Haselnuss. Knopf haben wir hier schon. Das ist schon Herz. Hier, Karte, hier so ein Herz. Marienkäfer, zwei Knöpfe brauchen wir noch. Hier ist noch ein Knopf. Das ist der nächste Knopf. Zwei Herzen. Hinweis brauchen wir noch nicht. Zwei Herzen. Das ist ein Schlüssel. Ah, okay. Lupe.
eine Shisha-Pfeife. Okay. Ein Haselnuss war hier unten. Zweimal Herz. So gefunden. Zwei Herzen müssen hier noch irgendwo sein. Eine Maus und ein Zirkel. Eine Zuckerstange, eine Sicherheitsnadel, eine Haselnuss und eine Maske. Eine Sicherheitsnadel. Wahrscheinlich sehr versteckt. Der Hinweis, ah, das ist ein Herz. Okay. Ein Herz brauchen wir immer noch. Okay, da muss ich ganz genau hinschauen. Ein Herz war ziemlich verdeckt. Das wird jetzt alles knifflig. Das ist noch ein Herz. Das Blatt ist ein Herz. Ein Zirkel. Okay. Was ist das hier? Das ist die Sicherheitsnadel. Auf dem Blatt lag die Sicherheitsnadel. Vielleicht nicht die Arme. Ein Zirkel. Wo ist denn hier ein Zirkel? Hier ist etwas. Eine Maus. Okay, ist eigentlich wahrscheinlich eine Computermaus, die ich nicht gesehen habe. Okay, die war wirklich unsichtbar. Haselnuss, haben wir eigentlich schon Haselnuss? Das ist eine Karotte, die ich anbieten kann. Hier ist eine Haselnuss. Zirkel und Zuckerstange. Eine Zuckerstange muss doch hier herausstechen wie nix. Eine Zuckerstange. Zirkel, Maske, Zuckerstange. Ach, das ist die Maske. Okay, die habe ich da wirklich nicht gesehen. So dunkel im Eck. Zirkel, Zuckerstange. Zuckerstange hier. Muss doch was Längliches sein. Ah ja, hier ist eine Zuckerstange. Ein Zirkel. Liegt wahrscheinlich auch noch irgendwo drauf. Im selben Farbton, wie das andere. Zirkel. Also ein Zirkel wie ein Kreis und ein Zirkel wie das, was du für ein Geometrieunterricht brauchst. Ein Zirkel. Uff, ich bin überfragt. Ach hier. Ist ja sehr schön. Ein Schmetterlingsflügel. Das habe ich echt nicht gesehen. Spiegelscherbe. Was müssen wir denn noch finden? Hier? Ja, sehr schön. Die Spiegelscherbe gefunden. So, wir haben die Spiegelscherben. Nein, noch nicht. Und die kann noch ein bisschen. Noch mehr Spiegelscherben finden. Ist ja nicht wahr. Tja. Vielleicht sagt uns der Hilfe. Hilfreiche Hinweise, was? Sind drei Spiegelscherben und dann mit dem Spielserver. Okay, aber wo finden wir noch eine Spiegelscherbe? Das war mir fast schon klar. Das war ein Tierkanal. Hier glaube ich, da wurde gesagt, hier ist Eingang. Ich kann mal hier noch was finden. Spiegelscherbe, der Spiegel ist zerbrochen. Okay. Hier noch eine Spiegelscherbe.
Ah ja, hier waren wir auch schon. Jetzt müssen wir hier nochmal hin. Der Kuckuck. Kommt jetzt zu einer bestimmten Zeit raus. Brownie. Hier haben wir einen Brownie. Dreimal Streichholz. Hier haben wir eine Fliege. Dreimal Streichholzfliege, dreimal Gecko, Kopfsalat, Teebeutel, Nagelspinne, dreimal Ölkanne, Küken, grüne Tomate. Na toll, eine grüne Tomate. Hier haben wir eine Kröte. Das ist eine rote Tomate. Das ist eine grüne Tomate. Okay, Küken. Dreimal Ölkanne und dreimal Streichholz würde ich jetzt mal vorstellen. Und Gecko. Das wird dann nachher erstmal ein bisschen was suchen. Streichhölzer, die sind ja relativ klein. Ein Dominostein. Okay. Dreimal Streichholz. Zweimal Gecko und dreimal Ölkanne. Hier ist eine Ölkanne. Ah, das ist das Küken. Drei Meter. Hier ist noch ein Gecko. Das Kopfsalat. Ein Gecko, drei Streichholz und zwei Ölkannen brauchen wir noch. Okay, hier ist ein Blocker. Hier ist noch ein Gecko. Fliege ist hier, aber die können wir nicht greifen. Da muss ein anderer sein. Okay, aus dem noch ein Nagel. Spinne. Der Kuckuck, der kommt irgendwann mal raus. Achso, den müssen wir hier erstmal triggern. Das ist ein Kuckuck. Überall hinklicken bringt es auch nicht. Ich muss so aus Zufall mal was, was nicht gesucht war. Achso, das war eine Ölkanne. Das ist auch eine Ölkanne. Naja, die waren ja schwer zu erkennen. Streichhölzer. Wo sind hier Streichhölzer? Keine Streichhölzer im Bild. Ach, das ist die Fliege. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hätte gerade an der Fliege gedacht. An das Insektfliege. Okay. Teebeutel, Nagel, Spinne, dreimal Streichholz. Eine Spinne. Zweideutig ist das nicht Spinne, oder? Das sind Teebeutel. Wo liegen denn hier Streichhölzer rum? Nagelspinne. Ist Nagel? Jetzt brauchen wir eine Spinne. Achso, das ist ein Streichholz, das habe ich gar nicht gesehen. Ach du Schande. Und da ein Streichholz lag. Streichholz, Streichholz, Streichholz. Ich glaube, ich bin komplett blind. Da ist die Spinne auf dem Stuhl. Uah. Zwei Streichhölzer. Na, sehr schön.
versuche ich ihn jetzt direkt höher zu finden. Und der ist so unauffällig. Ich muss die Hinweise abwarten, das 12 Streichhölzer zu finden. Zeige die Uhr sonst nicht. Kopfkratz. Die neuen Streichhölzer irgendwo. Ach hier, das ist ein abgemahntes Streichholz. Das ist das Streichholz. Ist hier. Oh, warum habe ich das nicht gesehen? Tubekleber ist hier. Sehr schön. Damit können wir die Spiegel zusammenkleben. Spiegelstücke. Das wollen wir ja nicht. Wir brauchen noch ein Spiegelstück. Vielleicht bei ihm hier drin. Bei dir noch mal suchen. Wo finden wir das letzte Stückchen? Spiegel. Kann noch suchen. Die Teekanne kann hier platziert werden. Also kriegen wir die Teekanne her. Das ist eine Teekanne. Eine Teekanne ist das Menü. Gut, wo wir gerade hier sind, würde ich mal eine kleine Pause machen. Ich schicke euch in den Pausenraum. Ich mache 10 Minuten, Viertelstunde Pause. Mal kurz Kaffee trinken, verschnaufen. Bis gleich. Dann spielen wir hier weiter. Suchen wir die letzte Scherbe. Bis dann.
So, weiter geht's. Wir spielen weiter. Pause vorbei. Wir suchen das letzte Spielstück. Wo auch immer es sein mag. So, in der Spiegel wird eine Sand. Okay. Wir können den Spiegel jetzt reparieren wahrscheinlich. Jo. Sehr gut. Mit dem Kleber. Ein weiteres Puzzle. Wir haben also schon genug gefunden. Wir können es hier drehen. Sehr schön. Ah, okay, das scheint was von oben zu sein. Hier reinzupassen. Okay, das Teil liegt noch falsch. Dachte mir schon. Auf in die Spiegelwelt. Es wird gepuzzelt. Das könnte hier reinpassen. Sehr schön. Hier braucht es noch ein bisschen Tür. Irgendein Teil, wo noch Tür dran ist. Das unter Umständen. Nee. Ist es nicht. Hier ist noch ein bisschen Tür dran. Und was so drehen. Passt's. So, hier haben wir das hier. Das brauchen wir so ein förmiges Teil. Das könnte auf jeden Fall hier irgendwie reinpassen. Ja, sehr schön. So, hier brauchen wir. Den Rand hier. Sehr schön. Das passt hier sehr gut rein. Dann muss das hier. Sehr schön. Das passt oben rein. Muss man jetzt hier die Wand aufhören mit der ersten Teil. Na, sehr schön. Okay. Das nicht. Vielleicht passt das ja hier. Die Zacken. Okay, das passt so. Und passt das hier rein. Das passt hier. Das passt hier. Hier haben wir noch das Teil. Und das Teil. Sehr schön. Man sieht noch Risse. Da muss was kleben. Ab in die Spiegelwelt. Es ist also die Spiegelwelt. Ja, hier ist als. Komm, hier ist als doppelt. Eine Sanduhr ist echt. Der andere ist ihr Spiegelbild. Eine armselige Imitation. Wenn du alle Unterschiede entdeckst, wirst du herausfinden, welche Seite des Raums echt ist. Ach, so ein Spiel. Na toll. Finde den Unterschied. Die Kerze ist nicht echt. Die meisten Unterschiede finden. Ach man, ich liebe solche Rätsel. Nicht. Hier ist noch ein Unterschied. Hier ist noch ein Unterschied. Die Sanduhren sind gleich, deshalb ist man das falsch finden. Ich weiß es schon hier mit der krummen Kerze. Das muss es sein. Hier oben. 15 Unterschiede noch. Da
Stuhl hat keine Lehne. Das ist bestimmt auch was falsch. Okay. Hier ist was falsch. Ich blick's nicht, aber okay. Einfach mal anklicken. Ah ja, die Tür, die Schublade ist zu. Das ist doch spielverkehrt hier, das passt nicht. Okay. Das Bild ist falsch. Nein, Unterschiede noch. Da ist kein Fuchs. Vielleicht noch einen Unterschied. Okay, hier ist noch ein Unterschied gewesen. Hier ist noch irgendwas sein. Im Bild noch was unterschiedlich. Tasse. Okay, hier noch ein Unterschied. Achso, da fehlt was. Unterschiede noch. Hinweis. Da oben. Ach so, die Liege, die steht. Okay. Die Lampe ist falsch, da sehe ich doch, die leuchtet ja noch nichts. Zwei Unterschiede. Ich bin der Meinung, in der Tasse ist was falsch, aber okay. Jumpscare. Okay, zwei Unterschiede noch. Brauche ich eventuell mal Hinweise. Die Sanduhr selbst ist richtig. Mein Schubladen hier noch was. Ja, ja, das passt eigentlich. Pegasus Pferd und Schachfigur stimmen. Da habe ich doch schon hingeklickt. Hier. Das muss das ein anderes. Nee, das ist schmutzig, da ist ein Dreckfleck drauf. Unterschied. Okay, es ist noch ein Unterschied. Hier beim Bild, oder? Da fehlt ein Bild. Hier. Genau dort. Ein Objekt auf der rechten Seite des Zimmers sind Ramsch. Das richtige Sand umfindet sich folglich auf der linken Seite. Ah, okay. Sand ist leer. Muss mal Sand hineinfüllen. Aha, okay, jetzt haben wir hier wieder ein Wimmelbildspiel. Sehr schön. Ich dachte, das kommt gar nicht mehr wieder. Ich muss jetzt immer Vergleiche suchen. Dafür habe ich das Spiel nicht installiert. Von der Story verzaubert bat Königin Victoria eines Tages um eine Kopie des nächsten Werkes des gleichen Autors. Ihre Bitte wurde vollgeleitet. Sie erhielt ein Elementary Terrorist. Und Determinants, ja, eine elementare Abhandlung der Determinanten von ihrer Charles Ludwig Dodgson, wo sie wohl, ob sie es wohl gelesen hat. Tja, wir wissen es nicht. Ein Schloss. Okay, wir suchen drei Federn, ein Handschuh, könnten wir einen Federhandschuh draus machen. Spiegel, mit drei Fernglas, Rasiermesser, Streichholz, Herz, Lippenstifte, Mütze, Tintenwäscher, Kaninchen, Öllampe. Kaninchen. Das ist eine Öllampe, dachte ich. Kaninchen. Was war denn das jetzt? Okay, ein Fernglas. Zwei Ferngläser brauchen wir noch. Hier ist noch ein Fernglas. Ein Fernglas. Das ist eine Sanduhr. Ein Fernglas. Hier ist noch ein Fernglas. Und drei Federn. Okay. Hier ist noch ein Brillengestell. Hier ist eine Feder.
zwei weitere Federn. Hier ist eine Feder. Da hinten auf der Flügel. Okay. Feder, Feder, Feder. Hier sind Streichholz. Was war das hier gebrochen? Ja, wir brauchen Streichholz. Das ist ja schön. Eine Feder brauchen wir noch. Okay, das war der Handschuh. Hätte ich so nicht erkannt. Eine Feder. Okay, hier ein Blöckchen. Spiegel. Das war die Mütze. Wo ist denn hier noch ein Feder? Hier, das hier. Das muss eine winzige Feder sein. Okay, das war eine Öllampe. Ein Herz. Ist ja irgendwo versteckt. Kaninchen haben wir auch noch nicht gefunden. Tatsache. Lippenstift. Ach so, ich kann nicht lesen, das war ein Lippenstift suchen. Tintenlöscher, Kaninchen, Herz, Rasiermesser, Feder. Ach, das war das Rasiermesser. Ein Feder, ein Herz, Tintenlöscher, Kaninchen. Das Kaninchen will ich nicht finden. Das ist so ein Stift oder so. Dann lass halt was schauen lassen. Ah, das ist das für Herz. Die Herzen. Das ist Blatt Herz. Tintenlöscher, Kaninchen, Feder. Ach, das ist das Kaninchen auf der Karte. Auf der Abbildung. Tintenlöscher und Feder. Tintenlöscher, hab ich noch gar nicht gesehen. Und eine Feder noch. Hier ist noch eine Feder. Brauchen wir noch einen Tintenlöscher. Einen Tintenlöscher. Okay, ich lehne mich zurück, trinke kurz einen Schluck Kaffee. Vielleicht fällt es mir dabei auf. Ich sehe eine Nadel. Ist eine Nadel, aber das ist kein Tintenlöscher. Tintenlöscher. Dann sag mal an. Hier? Okay, was soll denn da ein Tintenlöscher sein? Das Ding, der Stempel. Okay, Sandsack. Das könnte ein Sandsack sein. Feines Sand. Was 7x7? Richtig feiner Sand. So, Sand reingestreut in die Sanduhr, damit sie funktioniert. Und ab. Und durchs Spiegel. Zurück in die echte Welt. Die echte Welt. Ja, und für uns Zeichen. Zurück zum Hutmacher. Sanduhr. Was für eine hübsche Sanduhr. Dieser Hut führt meinen Meister. Ach endlich, die Zeit hat mir verziehen. Du wirst dich in die Zukunft begeben können. Aber zuerst musst du dein Ei ins Warme bringen. Irgendwo muss eine Spezialitätkammer sein, in der du es aufbewahren kannst. Okay, ja, die Teekanne, die brauchen wir. Die haben wir hier schon noch schon mitgekriegt. Eine warme Teekammer. Hier vielleicht. Ja, vielleicht bei ihm. In seiner Bude. Haben wir auch lange nicht mehr geguckt. Ein Teekanne im Vorzimmer und der Hutmacher. Vorzimmer, also hier. Hier meine Teekanne. Oha,
Das nächste Wimmelbild. Ganz kurz den Kaffee ausgetrunken. Drehknöpfe brauchen wir, Schraubenzieher, Mausefalle, Fächer, Tannenzapfen, Schuhe, Kebenblatt, Taschenuhr, Feder, Pinzette, Gabel, Pik 2. Okay. Pik 2 suchen wir. Erstmal drei Knöpfe, würde ich sagen. Die sind, glaube ich, leicht zu finden. Ja, relativ leicht. Okay, das war der Schraubenzieher. Ich dachte, das wäre hier der Knopf. Knopf, Knopf, Knopf. Drei Knöpfe. Hier habe ich noch einmal einen Knopf. So, da müsste noch ein Knopf sein. Nicht. Hier ist ein Knopf. Ein pinker. Einen Knopf suchen wir noch. Knopf die Knopf. Okay, das war Tanzapfen. Peak 2, hier haben wir zwei Karten. Okay, eine Peak. Wir haben Peak 7. Eine Karo 7 ist das. Ich entschuldige mich. Mausepfanne. Ah, okay. Kleeblatt ist hier. Taschenuhr ist ganz groß hier. Eine Feder. Das war ein Schuh. Ein Handschellen brauchen wir nicht. Pinzette. Kein Knopf. Den wir nicht gefunden haben. Hier ist ein Hut. Achso, das war die Pik 2. Interessant. Knopf suchen wir noch. Hier ist ein Apfel. Ein Geschenk. Hier ist eine Feder. Eine Gabel, Pinzette, Fächer und Knopf suchen wir noch. Ist eine Gabel. Pinzette, Fächer, Knopf. Kein Hinweis. Ach, das war der Fächer. Pinzette und Knopf. Die Pinzette, da werde ich noch einen Tipp für brauchen. Ein Knopf, den finde ich doch bestimmt zu. Wo ist der Knopf? Da unten ist er nicht. Das ist nicht der Knopf, oder? Nee, scheinbar nicht. Knopf, das war eine Münze. Knopf. Knopf, Varus Maximus. Da ist ein Knopf. Eine Pinzette. Finde ich sie selbst oder muss ich gleich? Ja, ich finde sie selbst relativ mittig, ganz in der Mitte auf dem Tisch. Eine Teekanne. Das muss die hier sein. Ja, sehr schön. Eine Teekanne. So, ja. Da muss die Teekanne hin. Und das Ei hinein. Das Ei hinein und Decke drauf. Perfekt. Es wird so lange im Warmen bleiben, bis es abrutscht. Die Zukunft wartet auf dich, Ines. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Was wirst du jetzt tun? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Denke, ich werde weiterhin Tee trinken. 100 Jahre lang. Aha, da wird er ein alter Opa sein. Hast du nicht gerade selbst deshalb in der Zeit wieder versöhnt, um mit dem Teetrinken aufzuhören? Doch, aber ich muss gestehen, dass ich nicht mehr darauf verzichten kann.
Okay. Bist du es, Hutmacher? Für einen 100-Jährigen scheinst du äußerst fit zu sein. Ja, die Zeit war gnädig zu mir, aber während deiner Abwesenheit hat sich alles verändert. Oh Schreck. Der Hutmacher ist noch am Leben. Ein grauhaariger Alter. Hutmacher. Der Jabberwock hat unser schönes Land in ein Modell der Ordnung und Tüchtigkeit verwandelt. Fantasien sind nicht mehr erlaubt. Ich musste mein altes Teeservice wegwerfen. Wo ist mein Ei? Ich vermute noch immer in der Teekanne. Wenigstens hat er das nicht genommen. Okay, die können wir jetzt nicht öffnen. Wir müssen erstmal alles andere finden, bevor wir die Kanne öffnen können. Alles klar. Okay. Ein halbes Stündchen halten wir das noch aus. Ja, viel länger ist das. Ich werde vielleicht mal gucken, ob ich ein bisschen was anderes noch hinkriege. Allzu lange kann ich das Wimmelbildspiel auch nicht mehr antun. Wir haben das jetzt schon anderthalb Stunden gespielt. Ein halbes Stündchen halte ich das noch aus. Okay, drei Federn, Schiff, Öllampe, viermal Pilz, Maienkäfer, Würfel, Schildkröte, Mond, Wecker, Kasum, Waage. Okay, fangen wir mit den mehrfachen Sachen an, den verwandten Pilz an. Da ist einer. Da ist der nächste. Zwei Pilze noch. Ein Eichhörnchen. Hier ist noch ein Pilz. Ein Pilz noch. Hier haben wir eine Waage. Pilz. Das könnte ein Pilz sein. Ja, sehr gut. Drei Federn. Ja, zwei Federn. Also Sprungfeder sozusagen. Ich hätte jetzt nach einer Feder gesucht. Nach einer Vogelfeder. So, hier noch irgendwo eine Sprungfeder. Ein bisschen fies, aber ja, bin da drauf gekommen. Das könnte eine Feder sein. Sprungfeder. Okay, das war ein Wecker. Herz brauchen wir nicht. Marienkäfer habe ich hier doch schon gesehen. Bin doch zweimal schon vorbei. Würfel habe ich auch schon gesehen. Hier. Schildkröte habe ich auch schon gesehen. Ganz groß. Der Mond. Eine Feder suchen wir noch. Eine Feder. Hier, das sieht aus wie eine Feder. Ist es aber nicht. Zugestanden ist hier. Suchen wir aber leider nicht. Eine Feder. Ist eine Fliege. Kein Hinweis. Ist ein Schiff. Okay, ich hoffte, dass es mir die Feder zeigt. Und Schlüssel. Kasu, Eule, Öllampe, Feder. Eule. Skorpion haben wir hier. Eine Eule. Ach, das ist eine Öllampe. Kasu, Eule. Ja. Eine Eule. Mal kurz abgelenkt. So. Die Eule. Eine kleine Anekdote. Als Kind liebte es, Lewis Carroll Puppentheaterspiele für seine Geschwister zu erfinden. Südkoreanische Malerin Suzy Lee
würdigte ihn mit einer Endless-Version in Form eines kleinen Papiertheaters. Lewis Carroll spielte mit Worten. Er war zweifellos der Erfinder von Kofferworten. In Alice hinter den Spiegeln lässt er Humpty Dumpty sagen, es ist wie ein Koffer. Springseil ist eine Mischung aus Springen und Seil. Das sehen wir auch hier im Wimmelweltspiel hier einige Doppeldeutigkeiten. Hier haben wir die Eule. Achso. Ja, sehr schön. Kazoo. Ein Kazoo. Da weiß ich natürlich, was das ist. Ein nervig klingendes Musikgerät, das hier. Eine Feder brauchen wir jetzt hier noch. Entweder eine Vogelfeder oder eine Sprungfeder, geht wahrscheinlich beides. Suche aber erstmal nur Sprungfeder. Mir wäre jetzt gemein, wenn das dritte, wenn die dritte Feder keine Sprungfeder mehr wäre. Ja. Eine Feder. So geht's nicht. Ach, hier, in der Tisch. Ein Latte. Das Ei. Ist natürlich hier drin. Sehr schön, wir haben das Ei gefunden. So, was machen wir jetzt mit dem Ei? Mutmacher geben. Zubereiten. Und knacken. Okay. Und jetzt? Das hatte ich nicht vorher gesehen. Wir bräuchten einen Schrumpftrank. Humpty Dumpty muss welchen davon verkaufen. Damit wir ins Ei-Innere rein können. Wir müssen zu Humpty Dumpty hin. Humpty Dumpty oder Humpty Dumpty. Okay. Aber wie kommen wir hin zu ihm? Durch den Spiegel. Ah, okay. Humpty Dumpty besuchen. Alice, mein Lieblingskunden, was kann ich für dich tun? Suche einen Trank, der mich schrumpfen lässt. So was, so etwas muss ich hier irgendwo haben. Ich würde es dir gerne gegen die Taschenuhr des Scannings eintauschen. Ich glaube nicht, dass er die freiwillig hergibt. Kaninchen, ich bräuchte eine Taschenuhr, damit Humpty mir seinen Trank gibt. Sehr gut, Alice. Ich akzeptiere es, dir meine Uhr zu geben. Wenn du 5 Taschenuhren des Wunderlandes und auf 4:35 Uhr stehst. Sino in meinem Büro ist eine, die nicht richtig geht. 4:35 Uhr, ah, okay. Okay. So ist es doch 4:35 Uhr, oder? Achso, nee, das ist wahrscheinlich hier 3. 5. Wo sind die 4? 4 ist normalerweise IV. Ja. Muss noch 4 Uhren stellen. Okay, wo finden wir noch Uhren? Da war gerade eine.
nicht noch einer bestellt werden muss. Zwischen 3 und 5. Okay. Seltsame Uhren. Hier. Uhr noch. Hier ist eine. 5.35 Uhr. 1 Uhr richtig stellen. Hier ist noch oben eine. So kann ich ihn treffen. Sehr schön, aber sehr tolle Abwechslung. Bitte sehr, Kaninchen. Die Uhren gehen wieder richtig. Danke, Ennis. Und wieder, wie versprochen, eine Uhr. Pass gut auf sie auf. Ja, wir werden sie gleich verkaufen. Eintauschen. Sehr gut aufgepasst. Danke, Ennis. Du kannst, wie vereinbart, deinen Zaubertrank nehmen. Aber dazu müssen wir ihn noch in meinem Chaos finden. Natürlich, was sonst? Ein weiteres Wimmelweltspiel. Okay, Feder, 2 Zahnrad, Kompass, 2x Pinsel, Zahl 8, Schwan, 3x Klee, Kerze und Hufeisen, Banane, Stern, Wollknäuel. Okay, Hufeisen habe ich doch hier irgendwo gesehen, das ist hier. Zweimal Zahnrad, Zahl 8, 3 Hütze, 2 Pinsel, 3 Klee. Also zweimal Zahnrad, 2 Pinsel, 3x Klee. Klee ist hier. Hier. Und einmal Klee muss noch finden. Achso, das zählt als Klee. Sehr schön. 2 Pinsel. Achso, das ist die Feder. Ich dachte, es könnte als Pinsel durchgehen. Pinsel. Zahnräder. Und wo sind hier Zahnräder? Hier ist ein Zahnrad. Mhm, hier ist noch ein Zahnrad. Okay, 2 Pinsel. Okay, das war scheinbar Pinsel. So schwer zu finden. Kerze. Ein Stern. Eine Banane. Wollknäuel, das war hier. Pinsel 3,8, Schwan, Kompass. Kompass ist hier. Ein Schwan ist hier. Die Zahl 8. Könnte ein 8er geben, da oben ist eine Zahl 8. Jetzt brauchen wir noch einen Pinsel. Ach, in der Spitzhacke dran. Jetzt brauchen wir den Trank. Drink me. Ja, das ist der Trank. Sehr schön, ein Schrumpftrank. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt zum Hutmacher gehen und uns schrumpfen lassen, damit wir in den Hut, damit wir in den Kissen hineinkommen. Sehr schön. Schrumpf alles. Chop chop Vogel, bist du da? Bist du es, Mama? Endlich, ich warte seit einer Ewigkeit auf dich. Guter Junge, ich freue mich zu sehen, dass du es dir bequem gemacht hast. Wir kommen, um dich nach ein paar Federn zu fragen. Ah, okay. Ich lege meine ausgefallenen Federn in diesen Koffer. Ich habe den Schlüssel beim Kochen verloren. Den müssen wir natürlich jetzt in einem weiteren Wimmelbildspiel finden. Sehr schön. Vorher ein paar Anekdoten. Der Jabberwocky ist ein Gedicht, das Alice im ersten Kapitel von Hinter den Spiegeln entdeckt. Es besteht aus Kofferwörtern und kann nur in einem Spiegel gelesen werden. Ein Videospiel erhält seinen Namen.
Ja, hinter den Spiegeln. Anekdote: Die Grinsekatze Cheshire Cat wurde zu Ehren des der Grafschaft benannt, in der Lewis Carroll geboren wurde. Der Autor ließ sich ebenfalls von dem Ausdruck "Lachen wie eine Katze" aus Cheshire inspirieren, der sich auf Personen bezieht, die beim Lachen ihr Zahnfleisch zählen. Okay. Noch ein Koffer. Oh, ein Schlüssel für. Den müssen wir hier finden. Sehr schön. Ich werde länger auf Wiedersehen. Ich werde länger auf Wiedersehen, Füße. Nis Veränderungen unter dem Effekt eines Zaubertranks waren möglicherweise nichts anderes als die Beschreibung sensorischer Störungen, wie sie Lewis Carroll, der chronisch unter Migräne litt, ständig erfuhr. Aha, okay. Das entmystifiziert das Ganze. Das macht ein bisschen. Das nimmt jetzt ein bisschen Illusion. Das deillusioniert mich. Das ist jetzt. Ja. 1977 adaptierte Terry Gilliam Jabberwocky in seinem ersten Spielfilm. Er bezeichnete es als eines seiner Lieblingsgedichte, dem er seine Inspiration für das absurde und verrückte Universum verdankte, welches man als in seinem Film vorfindet. Ich sollte aufhören, die zu lesen. Ja, das ist ein bisschen. Zweimal Gas haben wir, dreimal Gas müssen wir finden. Hier ist noch ein Glas. So, jetzt haben wir Glocke, Tomate, Halskette, Ratte, Blumen, Flöte, Karpfen, Schwert, Adler, dreimal Uhr, Winkelmesser. Okay, dreimal Uhr. Uhr. Ich werde besser in dem Spiel. Okay, Halskette. Hier. Ratte. Blumen hier noch irgendwo. Glocke. Das ist ein Globus. Okay. Glocke, Tomate, Blumen, Flöte, Karpfen, Schwert, Adler, Winkelmesser. Haben wir ein Schwert? Hier das Auge. Schlüssel. Den Schlüssel kriegen wir am Ende dann. Können wir es schon mal merken. Eine Feder, falls wir die brauchen. Eine Flöte. Eine Glocke. Könnt ihr gleich mal, wenn ihr die Streamaufzeichnung auf YouTube seht, könnt ihr gleich mal die Glocke aktivieren. An der Stelle. Damit das nicht verpasst. Oh, eine Winkelmesser. Adler. Und darf ich nach oben geben, wenn es euch gefällt. Bisher. Okay, das war der Karpfen. Wo finde ich denn hier Blumen? Der Linde, was kann man uns geben? Ach, das ist die Flöte. Daran habe ich nicht gedacht, dass eine Flöte auch so aussehen kann. Adler, Blumen, Tomate. Hier ist eine Tomate. Adler und Blumen. Adler. Weiß nicht, der würde mir auffallen. Adler und Blumen. Entweder Straußblumen oder eine einzelne Blume. Wahrscheinlich irgendwo als Muster drauf, deshalb sehe ich die noch nicht sofort. Adler auf jeden Fall als Muster. Ah ja, hier. Der Wappenadler. Die Blume. Hier haben wir eine Blume. Zählt nicht. Ach, hier unten als Muster auf einer Tasche. Goldene Feder. Ach, das ist der Schlüssel mit der goldenen Feder dran. Sehr schön, damit können wir jetzt den Schlüssel den Kopf ausschießen. Oha!
Was soll denn der Blödsinn? Bin mir da nicht so sicher. Dass 100%ig das ist, ja. Ach was. Von den richtigen Fehlern. Ich denke, das ist es. Die anderen sind ein bisschen blasser. Wie lange soll das denn hier noch gehen? Bis der Balken voll ist oder was? Das sieht so richtig orange aus. Das auch alles. Nicht ganz eindeutig. Ich würde dann immer sagen, das hier. Da haben wir noch nie der richtige getroffen. Irgendwie bewegt sich der Fortschrittsbalken. Ja, anscheinend die richtige zu sein hier. Okay, das dauert noch ein paar Minütchen. Bis wir hier mal fertig sind mit. Okay, die Hälfte haben wir am Ende schon. Okay. Was für ein Name spielt hier? Minispiel meine ich natürlich, meine ich das Spiel an sich. Das ist cool bisher. Es macht weitestgehend Spaß. Ist egal auf welche ich drücke. Und orange. Haben wir es bald. Soll ich gerne gute Feder und Brion. Uff. Komm, bald haben wir's. Was für ein ödes Minispiel. Hätten sie sich was Besseres nicht aussuchen können. Falsch aussortieren oder was? Ach so. So funktioniert das Spiel hier. Das muss mir doch mal jemand sagen. Die richtige Feder finden. Habe ich bisher noch nie gefunden, ist wirklich immer daneben. Oh Gott. Finden die richtigen Federn. Die hier. Uff. Ha. Und das ist meine Fehleranzeige, wie viel Fehler ich machen darf.
immer noch schlechter, das Spiel. Das war's. Ach doch, es ist doch zum Brüllen. Das soll man erkennen, wie das ist. Ah, ja, sehr toll. Geschafft. Und das Wimmelbildspiel geht weiter. Och Mann. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Auge, Panda, Spinne, Banane, Schlüssel, Schraubenzieher, Zirkel, Pfeffer, Streuer, Ring, dreimal Raupe, dreimal Ahornblatt, Zebra. Und wozu haben wir jetzt das ganze Federnrätsel gemacht? Einfach Spaß oder? Okay, ein Ahornblatt brauchen wir noch. Hier. Dreimal Raupe, hier war eine. Hier war eine. Und das ist eine Banane. Eine Raupe. Das ist ein Schlüssel. Okay. Was kriegen wir jetzt eigentlich hier, wenn wir das hier schaffen? Das ist eine Spinne. Schlüssel haben wir ja schon für den Koffer. Raupe. Kein Auge. Ist hier. Panda. Panda habe ich ja noch gar nicht gesehen. Schraubenzieher. Ring. Pfeffersteuerzirkel. Zebra. Das ganze Zoo vorhanden. Ring. Das ist der Zirkel. Hier ist Pfefferstreuer. Zebra, Raupe, Schraubenzieher, Panda. Okay. Ach, das war der Panda. Okay. Wie ich das erkennen soll. Das ist der Schraubenzieher. Das war nur ein Zebra. Ah ne, das war die Raupe. Wo ist der Zebra? Das Thema. Zebra, Zebra, Zebra. Okay. Ist das ein Zebra und das ist ein Pferd? Schaukelpferd. Wo zum Henker? Zebra. Zeig's mir. Ach, hier jetzt Muster auf dem. Sehr schön. Kuchen. Der Obelkuchen. Wachstumkuchen. Ich muss gehen, Jupp. Schon? Ich versuche später wieder vorbeizukommen. Achte darauf, was du isst. Und vergiss nicht, dir die Zähne, den Schnabel zu putzen. Mami. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Mit dem Kuchen. Sehr schön. Sind wir da draußen. Dampfhähnern vom... Und weiter geht's. Der Spaß geht weiter. Wir suchen einen Skorpion. Vier vorherige Schlösser. Ein Kamm, Klee, Schlange, Eichhörnchen, drei Zuckerstangen, Peitsche, Haken, Säbel, Köchelchen, Fliege. Fliege haben wir hier. Drei Zuckerstangen. Wir können schon den ersten Tipp geben lassen. Lassen wir es nach. Ah, das ist das Schloss. Vorhin Schlösser. Das ist das nächste. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Skorpion hatten wir hier. Ein Kamm. Hatten wir hier. Klee. Haben wir hier zu Hause.
gegeben hat. Eine Schlange, du bist keine Schlange. Ein Eichhörnchen, das hatten wir auch hier. Eine Peitsche. Ein Haken. Das ist aber ein Haken. Zuckerstangen. Hier ist einer. Hier ist einer. Und noch einer. Hier ist noch einer. Säbel, Schlange, Haken, Köchelchen. Ach, das sind die Köchelchen. Was auch immer Köchelchen sind. Das ist auch schaut. Haken, Silberschlange. Hier ist eine Flöte. In meinem früheren Spiel gebrauchen können. Eine Schlange. Das könnte der Haken sein. Eine Säbel und Schlange. Das ist nur ein Messer. Säbel und Schlange. Säbel, 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 Schlange, Schlange, Schlange. Schlange, Schlange, Schlange. Ist eine Kette. Ach, die Säbel im Bild. Achso. Beim Totenkopf. Ja, toll. Schlange jetzt wahrscheinlich auch irgendwo als Muster. Hier. Sehr schön. Den Hut. Ein sehr interessanter Hut. Ein Zeithut. Hut der Zeit. Okay, brauchst du den? Wer kriegt den Zeithund? Hinweise. Schwör, nein. Dann. So, da müssen die Federn vielleicht dran. Okay, hier weg. Können wir eigentlich weg. Sanduhr muss auf ihn gefallen sein. Okay. Dann bringen wir den zu Unfallen. Hinweis, finde den Hut wieder, um die Gegenwart zu gelangen. Aha, okay. Haben wir geschafft. Jetzt haben wir die Federn. Was machen wir mit den Federn? Hier hinein. In die Federn auf den Tisch. Das Schwert erschaffen. Endlich ist das Wurpal-Schwert ganz. Jetzt muss ich dem Jabberwock gegenübertreten. Ja, aber zuerst musst du in seine Höhle gelangen. Dorthin gelangt man nur mit dem Zug. Aber nur die Königin kann starten. Ich werde ihr folglich einen Besuch abstatten. Nimm das mit. Du wirst welche brauchen, eine Königin zu besuchen. Aber du musst übrigens. Aber du musst den finden. Insgesamt gibt es 5. Puzzleteil für die Platte. 1, 2, 3, 4. 4 haben wir schon. Ein 5. brauchen wir noch. Humpty Dumpty hat noch 1. Okay. Hier ist das Teil. Sehr schön. Damit können wir jetzt das Wegepuzzle zu Ende machen. Wir können dann im nächsten Stream den Schachplatz führt. Im nächsten Stream zur Königin hin. So der Plan. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Da muss logischerweise was Schwarzes hin. Also so hier. Oder auch nicht. Irgendeine schwarze Ecke muss da hin. Ja, so. Passt aber. Okay.
nicht. Drehen können wir es auch nicht. Okay. Und wenn die Sachen nicht drehen können, dann muss hier was unten rein. So, hier. Das muss da zwangsläufig rein. So, hier. Sind wir hier wieder bei 0. Wird eine Reihe draus entstehen. Ja. Sehr schön. Das könnte passen. Oder das. Sehr toll. Und dann das hier. Und dann das hier und dann das hier. Sehr schön. Der Weg ist nicht länger versperrt. Können wir durch. Zur roten Königin. Aber das im nächsten Stream, würde ich sagen. Da müssen wir schon was puzzeln hier. Ich würde mal sagen, lass uns mit Alice im Wunderland hier. Ich mache eine kurze Pause. Dann gucke ich mal, was ich mit euch noch anfange hier im Stream. Ob ich noch was anderes mache.